freue mich wirklich sehr, hier zu sein. Und als Konzeptkünstler brennt in mir eine Frage. Wie können wir die Kunst nutzen, um aus der Vergangenheit für die Zukunft zu lernen? Und wohl deshalb fasziniert es mich auch so, alte Ideen und Materialien mit zeitgenössischen zu kombinieren und damit Gegensätze aus Zeit zu schaffen. Vor allem glaube ich fest daran, dass wir nur dann unsere Zukunft zu unserer eigenen machen können, wenn wir die Vergangenheit nicht nur linear sehen und lieber mit ihr spielen, anstatt in Ehrfurcht vor ihr zu verharren. Im Spätsommer 2014 kam ich zum allerersten Mal auf diesen Gedanken. Damals bat mich Konrad Bernheimer, der Vater meiner Galeristin Isabel Bernheimer, in sein Büro und stellte mir eine Frage, die mein Denken als Künstler nachhaltig auf den Kopf stellte. Mit seiner tiefen und eindringlichen Stimme fragte mich nun dieser international renommierte Kunsthändler und Experte für alte Meister, ob ich nicht eine Idee hätte, wie man die alten Meister in die Gegenwart und damit in die zeitgenössische Kunst übertragen könne. Denn schließlich, so führte er weiter aus, seien diese ja auch mal zeitgenössische Künstler gewesen, hätten aber nun das Problem, dass ihnen das Attribut des Alten und Verstaubten anhafte, obwohl ihre Ideen und ihre Schönheit nicht selten eine zeitlose Faszination ausüben. Und genau damit stehen die alten Meister vor einem richtigen Konflikt. Sie faszinieren uns, haben aber mit unserer Zeit scheinbar gar nichts mehr zu tun. Und genau damit wiederum überfordern sich viele Betrachter. Denken Sie nur mal an die klassische Musik, da geht es vielen ganz genauso. Nur, dass die alten Meister richtig teuer sind und damit für die allermeisten von uns schier unerreichbar. Zudem ist der Markt, auf dem sie gehandelt werden, weit weniger sexy als der für zeitgenössische Kunst und einer der härtesten in diesem absurden Kunstbusiness. Dennoch werden alte Meister wie Cranach, Caravaggio oder Vermeer, um nur ein paar zu nennen, regelrecht verehrt. Sie sind fast sakrosant. Man verändert sie auch nicht oder kritisiert sie. Und wenn man sie verändert, dann allerhöchstens als meme-taugliches Witzbild, das man social-media-mäßig liked und shared, das aber kaum als Kunst zu bezeichnen ist, da es außer einem schnellen Lachen nicht wirklich viel in einem hervorruft. Was sollte ich dann aber nun antworten auf diese Frage, wie man die alten Meister in die Gegenwart trägt? Ich überlegte kurz, nahm dann meinen gesamten Mut zusammen und antwortete schließlich: Wir müssen den alten Meistern großen Respekt erweisen, wenn wir sie in die Gegenwart tragen wollen. Vor allen Dingen, wenn wir sie ernsthaft in die Gegenwart tragen wollen. Dies geht aber nur durch größtmögliche Respektlosigkeit. Zu meiner Überraschung bekam ich kein kritisch strenges »Was soll das jetzt heißen?« Stattdessen lachte er mich nur an und sagte »Na bravo, dann leg mal los.« Er machte mir mehrere Vorschläge und ich entschied mich schließlich für ein kleineres Gemälde von Lukas Cranach dem Älteren aus der Zeit um 1540 mit dem Namen »Das ungleiche Paar«. Es zeigt, wie Sie sehen können, einen alten Mann und eine junge Frau. Er reich, sie reich. Er greift ihr an die nackte Brust und sie steckt ihre Hand in seine Geldtasche. Kommt das irgendjemandem bekannt vor? Lukas Cranach hat dieses Gemälde übrigens in über 40 verschiedenen Variationen gemalt, woraus man schließen kann, dass er damals ein bereits sehr weit verbreitetes Thema oder Phänomen zum Thema gemacht hat. Und vor allen Dingen war er damit vielleicht sogar der allererste Künstler, der die #MeToo-Debatte zum Thema gemacht hat. Und das 450 Jahre vor ihrem medialen Höhepunkt. Dieses Gemälde habe ich dann als Vorlage genommen und es auf mehrere Blautöne reduziert, um es dann im Textil- und Technikmuseum Augsburg in Leinen weben zu lassen. So zumindest die Kurzfassung. Dann habe ich eine pink leuchtende Neonhand auf die Brust der jungen Frau geschraubt und das Ganze in einen Altmeisterrahmen aus dem Jahre 1760 montiert. Und das ist genau die Respektlosigkeit, die ich in meiner Antwort an Herrn Bernheimer meinte. Allerdings eine Respektlosigkeit, die selbst sehr viel Respekt in sich trägt, da sie durch ihre absurde Überspitzung ein Verhalten offenbart und bloßstellt, das selbst sehr respektlos ist. Und
Natürlich verbietet es sich dabei, Witze über Frauen zu machen. Vor allen Dingen blöde Witze. Über Männer aber, die durch ihr übergriffiges Verhalten überhaupt erst die Grundlage gelegt haben, zu Hashtag MeToo gelegt haben, kann und sollte man Witze machen. Und ich würde das Ganze respektvolle Respektlosigkeit nennen. Und die ist überhaupt erst dann möglich, wenn man durch eine messerscharfe Neudarstellung, fast schon unverschämte Neudarstellung, das Ganze auf eine andere Sphäre hebt. Denn wir können unmöglich etwas Neues erschaffen oder das Spannende aus alten Dingen in die Gegenwart und somit in die Zukunft tragen, wenn wir in Ehrfurcht vor der Vergangenheit und somit im respektlosen Respekt vor der Vergangenheit erstarren. Und ganz wichtig dabei, Fragen sind oftmals viel, viel wertvoller als Antworten, denn sie eröffnen mehrere Wege, anstatt sie zu schließen. Und Fragen beflügeln unsere Fantasie, lassen uns kreativ werden und uns selbst über uns hinauswachsen. Und die nächste Frage, die mir gestellt wurde und die mein Denken als Künstler nachhaltig veränderte, wurde mir im Sommer 2015, ein Jahr später, gestellt. Und zwar von einer Kuratorin der venezianischen Museen. Und zwar, indem sie mich fragte, ob ich mir vorstellen könne, während der Architekturbiennale in Venedig eine Arbeit zu zeigen, die die Geschichte des Textilhandels und die der Frauenrechte miteinander vereint. Nach der ersten freudigen Überraschung über diese Anfrage, die nicht alltäglich war, und etwas geschult von meiner Arbeit an den alten Meistern, schlug ich ihr schließlich vor, einen Teppich weben zu lassen, der komplett leuchtet, allerdings aussieht wie ein antiker Teppich und mit seinen Symbolen Frauenrechte und die Geschichte des Textilhandels kombiniert. Auch da, zu meiner Überraschung, sagte sie nicht nein, sondern war sofort davon begeistert und meinte, fang sofort damit an, wäre ganz toll. Leider fingen damit auch die Probleme an, denn keiner hatte auch nur annähernd eine Idee, wie man einen Teppich dazu bringt, hell zu leuchten. Und ich hatte es nun mal in die Welt gebracht und dann habe ich trotzdem weitergearbeitet, ganz viele Bücher, alles, was ich fand über antike Teppiche, weiter an dem Design meiner leuchtenden Auslegware gearbeitet und gehofft, dass ich auf dem Weg schon eine Lösung finde, die das Leuchten bringt. Und ich hatte leider auch nur ein ganz kleines Stück zum Testen, weil die Kosten waren unermesslich hoch. Und wir hatten zwar einen Sponsor gefunden in der Zwischenzeit, der das Ganze großartig unterstützen wollte und tat. Und erst einige Zeit danach ist mir dann die Idee gekommen, mit einem Hightech-Glasfasergewebe aus Japan, das eigentlich für medizinische Operationen eingesetzt wird, einen Stoff weben zu lassen und dann wollte ich mit Säure in verschiedenen Intensitäten die Muster draufmalen. In der Hoffnung, dass das Licht dann nicht nur durchgeleitet wird, sondern dass es halt wirklich dann auch durchscheint. Und ich hatte viele schlaflose Nächte, weil das einfach natürlich, ich nicht wusste, ob es funktionierte. Und dass es dann funktioniert hat, hat mich nicht nur glücklich gemacht und lange schlafen lassen, endlich wieder, sondern das können Sie jetzt auch sehen. Das ist der fliegende Teppich. Wie kriegt man jetzt aus so einem feinen Gewebe die Anmutung eines antiken Teppichs hin? Ich zeige Ihnen das mal anhand eines Beispiels eines Viertels. Es gibt vier symmetrische Viertel, die sind zueinander gespiegelt. Das ist ein Viertel von einem alten persischen Teppich. Wenn ich das verdopple, dann hat man schon den halben Teppich. Und wenn ich das Ganze nochmal verdopple, können Sie sich vorstellen, was passiert? Man hat den gesamten Teppich. Und genauso habe ich auch den Teppich entworfen und die einzelnen Motive, die ich in dem Teppich gezeichnet habe. Das ist das Design für meinen Teppich. Wenn ich das zentrale Motiv nehme, das ist eine Figur, die sieht ein bisschen aus wie eine Buddha-Figur oder eine etwas fette, dicke Spinne. Wenn ich die einfach ranzoome und die Hälfte wegnehme, dann können Sie immer noch nicht viel erkennen. Aber wenn ich nochmal die Hälfte wegnehme, haben Sie vielleicht schon eine Ahnung, was die Grundlage des Fotos war.
Denn ich wollte ja in meinem Teppich Frauenrechte und die Geschichte des Textilhandels miteinander verbinden. Wenn ich jetzt nochmal den Kontrast erhöhe und das Foto letztendlich zeige, das die Grundlage war, sehen Sie, es ist die Näherin. Es ist eine Näherin aus Bangladesch, wie sie zu Tausenden in völlig überfüllten Fabriken sitzen und zu schlechtesten Arbeitsbedingungen, oftmals 10 Stunden nicht auf die Toilette gehen können, dort arbeiten. Wenn ich jetzt das wieder drauflege, verdopple und nochmal verdopple, haben wir die zentrale Figur. Das andere ist eine Art Schmetterling, oben und unten. Wenn ich den näher ranhole, kann man nicht viel erkennen. Nehme ich die Hälfte weg, kann man immer noch nicht viel erkennen. Jetzt immer noch nicht. Aber wenn ich das Fotogrund da lege, dass die Grundlage war, haben Sie vielleicht eine Vermutung. Und das ist das Rana Plaza, das 2013 zusammengestürzt ist in Bangladesch, wo über 1000 Näherinnen auch gestorben sind und über 2000 verletzt. Das ist eine ganz große Tragödie. Und hier zeigt, es gibt Leute, die Menschen, die das produzieren, dann die Orte, die es produzieren, was ich damit zeigen wollte. Und als letztes Symbol von den verschiedenen, die drin sind, möchte ich Ihnen die Logokrone zeigen. Die Logokrone heißt Logokrone, weil, ja, ich nenne sie so, weil sie halt aussieht wie eine Krone, klar. Und eine Krone etwas sehr Herrschaftliches hat, sie erinnert an Königreiche, hat aber damit auch etwas von Unterdrückung. Und wenn Sie genau hinschauen, dann hat sie auch etwas von einer Teufelsfratze. Und das sind so schöne Momente in der Kunst, als es dann fertig war, das war halt nicht geplant, diese Fratze, aber ist dann passiert. Und sie ist zusammengesetzt aus 4 Symbolen, 4 exemplarischen Markensymbolen, die von Firmen stammen, die alle, ob teuer oder billig verkaufen, alle wirklich billig in Bangladesch produzieren oder zum großen Teil. Wenn ich die jetzt rauslöse, dann können Sie die auch erkennen. Ich muss sie, glaube ich, nicht weiter kommentieren. Man könnte auch andere nehmen. Und auch ich habe von diesen Firmen Sachen an, also kein, ich bin da nicht irgendwie besser, aber man sollte sich darüber einfach mal bewusst werden vielleicht. Genau. Das, die äußere Gestaltung ist in der Konzeptkunst von einem Werk sehr wichtig. Allerdings noch wichtiger oder mindestens genauso wichtig ist in der Konzeptkunst der Name eines Werkes, weil der Name das gesamte komplexe Thema in sich zusammenfassen sollte. Und deshalb habe ich diesen Teppich, diesen hier, Arachne genannt. Arachne ist für mich ein sehr, sehr schönes und unheimlich starkes Beispiel für respektvolle Respektlosigkeit. Und der Mythos um Arachne entstammt aus den Metamorphosen des römischen Dichters Ovid. Und in seinen Metamorphosen beschrieb er Arachne als eine wunderschöne junge Frau, die zugleich die beste Weberin weit und breit war. Arachne hatte aber ein Problem. Denn sie sagte dies auch laut, weil sie stolz auf das war, was sie konnte. Sie sagte das so laut, dass selbst die Göttin des Handwerks und der Webkunst, Pallas Athene, davon hörte, auf die Erde ging und Arachne in Form einer alten Frau zu einem Wettstreit im Weben herausforderte. Arachne war aber nicht nur sehr schön, sie war auch sehr klug und stellte sehr schnell fest, dass dort eine Göttin vor ihr stand und gab sich besonders viel Mühe. Mit dem Ergebnis, dass sie nicht nur schneller war, sondern auch noch eine bessere Qualität ablieferte als die Göttin. Und wenn das nicht schon reichen würde, um eine Göttin so richtig zu verärgern, webte sie auch unerhörte Motive in ihren Teppich. Während Athene nur heroische Motive gewebt hatte, wie Jagdszenen, Kriegsszenen, alles ganz toll, so sind wir Götter, webte Arachne in ihren Teppich nur Szenen, die sehr detailliert zeigten, wie die Götter untereinander oder mit Menschen Sex haben, wilde Orgien feiern und naja, so weiter und so fort. Sie können sich das Ende vorstellen, was dann passiert ist. Arachne wurde von Athene auf drakonische Weise bestraft. Arachne wurde in eine kleine, fette Weberspinne verwandelt, die bis ans Ende aller Zeiten die Schicksalsfäden weben muss. Und Sie sehen hier übrigens von Peter Paul Rubens ein Gemälde, die Bestrafung der Arachne durch Athene von 1637, was das eindrücklich zeigt. Leider sind keinerlei Bilder von dem Teppich von Arachne überliefert.
Sei es drum, wichtiger ist, dass in der historischen Forschung die herrschende Meinung ist, dass Arachne ein durch und durch negativ besetztes Symbol für weibliche Hybris ist, also weiblichen Hochmut. Frauen, lehnt euch nicht so weit aus dem Fenster. Seid etwas ruhiger mit eurer Meinung und vor allen Dingen gegen Götter bitte gar nicht auflehnen, kommt nicht gut. Für mich ist dagegen Arachne ein durch und durch positives Beispiel und schönes Beispiel, weil Arachne damit sehr viel Mut gezeigt hat, dass sie nicht selbst vor einer Göttin in Ehrfurcht erstarrt ist. Sie hat sich selbst und allen Frauen den größten Respekt gezeigt, indem sie den Göttern den größten Disrespekt gezeigt hat. Und deshalb sollten wir keine Angst haben vor vermeintlichen oder echten Göttern oder Helden. Und wer etwas wirklich an etwas glaubt, überzeugt ist und auch etwas zu sagen hat, der sollte etwas sagen und nicht damit zurückhalten. Und damit durch diese Respektlosigkeit sich selbst und seiner Zukunft den größten Respekt erweisen. Nach dem Mund auf, es ist die Zeit dafür. Dankeschön.